wird. Guten Abend, ich freue mich über Ihr Erscheinen und bin gespannt auf die Fragen und hoffentlich interessante Gespräche, die sich entwickeln werden. Ich bin wieder zurück zu diesen Fragen gekommen, was man eigentlich damit machen kann, wenn man die Ausdrucksform und die Gestalt des Tieres hat, so um nochmal neu in das Thema Bewegung und Bedeutsamkeit von Körperdarstellung zu kommen. Und dann will ich nochmal aus einer anderen Perspektive sagen, also in gewisser Weise sind es eben überhaupt keine Tiere, die ich darstelle, weil ich eben nicht auf ein Tier referiere, was es in der Welt gibt. Es sind keine Abbildungen von tierischen Lebewesen per se, sondern im Gegenteil eher wie Collagen, die ich versuche irgendwie zu bauen aus Anmutungen oder Assoziationen und Verwandtschaften zu tierischen Elementen, also Pfoten, Schnäbeln, Tierköpfen, Mäulern und so weiter. Und die werden dann insofern aber rausgeholt aus der natürlichen Umgebung, als dass sie dann irgendwie völlig neue Wesenheiten, würde ich sagen, entwickeln, die aber erst zustande kommen, irgendwie wirklich im Bild. Also es gibt kein Vorbild und dann die Darstellung auf der Leinwand, sondern ich ziehe sozusagen diese Darstellung der Lebewesen direkt aus dem Farbgebilden heraus. Und insofern sind es wieder keine Tiere im eigentlichen. Müsstest du genauer sagen, was heißt das? Das ziehe ich aus dem Farbgebilden raus. Ja, also das kann ich gerne beschreiben. Und zwar ist für mich sehr wichtig, wie ich beginne, an einer Leinwand zu arbeiten. Und primär ist es erstmal die Farbe, die wichtig ist. Also die Farbe als Akteur, das sieht man auch, also gerade hier hinter Dietmar auf diesem Bild zum Beispiel. Da sieht man sehr stark, wie diese ganzen verlaufenden Flächen, die abgedruckten Flächen, irgendwie erstmal die ganze Stimmung des Bildes gestalten. Und das ist für mich total wichtig, erstmal ohne, dass es irgendwie Figuren gibt. Und hier habe ich das relativ in dem Urzustand belassen, deswegen sieht man das da ganz gut. Aber meistens sind diese Farbsituationen irgendwie um dieses schwarze Quadrat ringsherum so der wichtige Startpunkt so meiner Arbeit. Und daraus entwickelt sich dann, also wenn ihr euch umdreht, dann zum Beispiel dieses Bild, das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel, entwickeln sich dann solche Figurationen, die immer konkreter solche animalischen oder anthropomorphen Formen annehmen. Und ich sehe das eben in den Farben, also diese Grundenergie der Farbe als Akteurin oder als Themengeberin entwickelt einfach diese Figurationen. Mhm. Ja. Aber das hat jetzt, man hat jetzt den Eindruck, dass du beim Arbeiten die Strukturen und die Motive entwickelst. Es ist doch aber auch so, dass du vorher schon ein ganz klares kompositorisches eine Struktur für dich selber hast schon sehr genau weißt, wie du bestimmte Aufteilungen. Ich meine, das ist jetzt nicht die außerkünstlerische Geschichte, sondern wirklich, arbeitest du zweigleisig, mal lässt du dich von dem Arbeitsprozess gleiten und beeinflussen und auf der anderen Seite hast du ein klares Bild vor Augen oder ist das, interpretiere ich das falsch? Zunächst ist es wichtig, überhaupt gar kein klares Bild vor Augen zu haben, wirklich. Also ich habe, wenn ich eine Leinwand beginne zu bearbeiten, gar kein Bild, sondern da ist wirklich die reine Emotionalität der Trigger davon, was sich entwickeln wird. Und das beginnt allein schon bei der Farbauswahl. Also ich kann heute in das Atelier kommen und das ist eine ganz andere Farbigkeit für mich wichtig. Also ich bringe quasi damit ja auch irgendwie mein eigenes Gemüt irgendwie sehr stark in den Beginn der Bilder rein. Und am anderen Tag könnte das ganz anders sein. Und das stellt sich mir quasi dann als Problem, könnte man sagen, oder als Aufgabe, wie geht das weiter? Und dann beim Betrachten, das meistens auch wirklich Tage oder Wochen dauern kann, beginne ich dann Figuren zu sehen, die für mich dann präzisieren, worum es in dem Bild gehen soll. Und erst dann fange ich an, überhaupt kompositorisch zu denken. Kannst du ganz kurz, was ist der Urzustand? Also der Anfang, du sagtest Urzustand. Ja, das ist ja halt reine Farbe in Aktion. Und was mich vor allen Dingen interessiert, ist auch diese freie Bewegung der fließenden Farbe, die man auch nicht kontrollieren kann. Also wirklich, also deswegen mache ich viele Schüttungen oder kippt die Leinwand hoch
oder schabe etwas ab, wo du aber nicht irgendwie vorher genau überlegen kannst, also weil ich ohne zumindest nicht, weil dann finden diese Überraschungen nicht statt. Und als ich heute überlegt habe, was so interessant wäre zu erzählen über meinen Arbeitsprozess, ist mir der Begriff Stolpern eingefallen. Mhm. Und so dieses, also irgendwie sich so selber zum Stolpern zu bringen und zu merken, da kommt jetzt irgendwas Unerwartetes und ich weiß jetzt gar nicht so unmittelbar, wo ich das einbauen kann und muss erstmal stoppen und gucken. Also muss ich wieder aufrichten nach dem Stolpern und schauen, wie du das irgendwie einbaust oder weiterführst. So, das ist mir halt sehr wichtig. Also das ist eigentlich der Urzustand. Mhm. Und die Farben sind für dich belegt durch eigenes Erleben mit Gefühlszuständen? Oder orientierst du dich, Maria Wirth ist, man kann es hier gut lesen, ist, da kommen wir später nochmal zurück, unter anderem auch studierte Philosophin und hat sich mit der klassischen Philosophie ganz besonders beschäftigt, sind Farbenlehren, die in Griechenland ihren Anfang genommen haben und Zuordnung von Farben zu Gemütszuständen, zu Gefühlszuständen. Und das ist ja im Laufe der letzten 2500 Jahrtausende hat sich das ja immer wieder verändert. Bist du davon beeinflusst oder ist das für dich ein ganz individuelles Erleben und du besetzt die Farben oder die Farbe besetzt dich in einer sehr spezifischen und individuellen Weise? Also das ist sehr schön formuliert, wenn du sagst, dass die Farbe mich besetzt. Eine Kunsthistorikerin hatte mal gesagt, so die, es malt aus dir heraus. Ist das richtig, wenn ich das so formuliere? Und ich sagte, ja, das ist richtig, wenn du das so formulierst. Gleichzeitig würde ich jetzt aber nicht irgendwie die Lesarten, die man diesen Bildern zugesellen könnte, wie völlig davon abtrennen, weil ich häufig auch gedacht habe, wenn ich mich mit solchen Farblernen beschäftige, entdecke ich auch vieles wieder, was damit in der Resonanz ist, was ich irgendwie mit dem Bild und diesem Ausgangspunkt des Malens verbinde. Also zum Beispiel Komplementärfarben. Also dass es irgendwie bestimmte Spannungen zwischen Farbsituationen gibt, okay, was man auch mit Mal, also mit Farbtheorien dann irgendwie begründen könnte. Und das mache ich, habe ich jetzt nie bewusst so angelegt, aber ich sehe, dass das mich zum Beispiel häufig aufsucht, das so zu verwenden, weil ich halt ja sehr farbig arbeite, also um grundsätzlich schon mal so eine Spannung im Bild zu erzeugen, zwischen Energien einfach, die Farben mit sich bringen. Und wie kommt es aber dann in diesem Arbeitsprozess, dass du manchmal zu figürlichen, ansatzweise naturalistischen Motiven kommst und in anderen Bildern, und das glaube ich auch im Moment oder in jüngster Zeit zunehmend, im Abstrakten dich aufhältst. Wenn der Arbeitsprozess ist immer derselbe, so wie du ihn eben skizzierst. Ja, also ja, mehr oder weniger, genau. Was passiert da in deinem Kopf? Was passiert mit deiner Hand? Wie sind die ersten Striche, die du machst? Wie wirken die auf dich? Und warum machst du dann die Entscheidung, dass du durchaus auch Bilder malst, die ja auch durchaus außerkünstlerische Botschaften haben, und zwar sehr direkt und sehr schnell nachvollziehbar. Jetzt, also die Frage, die du gestellt hast, die zeigt eigentlich zwei extreme Aspekte meiner Malerei auf. Also einmal das Abstrakte. Und das interessiert mich jetzt mehr, das noch mehr zu explizieren oder offener zu lassen, also wie zum Beispiel dieses Bild. Das ist jetzt ein sehr aktuelles, wo ich dachte, ich möchte das gerne mal so stehen lassen. Und da geht es für mich vor allen Dingen noch viel mehr um das quasi Verschweigen oder etwas zwar präsent machen, was man aber abwesend lässt, weil man es nicht so darstellt, also nicht in der Figur und nicht explizit in irgendwas, was man dann definieren kann, auch mit einem Wort, sondern es ist so ein Grauzone vielleicht zwischen, es mutet irgendwas an, oder es ist, ich weiß, den Begriff magst du nicht so gerne, aber, oder es ist sozusagen Angebot, irgendwie vielleicht Figuren zu sehen, oder die sich dann herauskristallisieren könnten, wenn man meine Malerei kennt, es aber dann doch irgendwie nicht ganz zu zeigen. So. Und, auf der anderen Seite hattest du nach der Figuration gefragt und
Da geht es mir, wo wir jetzt in dieser Ausstellung mit dem Titel Welcome to my Zoo sind und über die tierische Bedeutung, sag ich mal, sprechen in meinen Bildern. Also Figuren oder Geschehnissen einer Ausdrucksform zu verleihen, die eigentlich wortlos sind. Also jemand hatte letztens so eine schöne Formulierung gesagt, so das wortlose Tier. Und das greift für mich irgendwie genau etwas Wichtiges auf, was wir als Menschen vielleicht gar nicht so bewusst haben. Also wir haben diese Wortsprache, die Schriftsprache und diese klare Definition von Dingen, die wir beschreiben können. Aber es gibt viele Dinge, die uns auch ausmachen und die uns begleiten und umtreiben und Fragen anstellen, die eben nicht so klar abbildbar sind. Und dieses Tiermotiv ist für mich etwas, was per se in dieser Situation irgendwie ist. Also Tiere haben natürlich auch eine Sprache und wir können auch näherungsweise verstehen, sage ich mal, was sie sagen oder auch Sprachen näherungsweise lernen. Das weiß ich gut, weil ich mich auch selber viel mit Tieren und Pferden insbesondere beschäftigt habe. Aber man kommt da ja nicht ran so richtig. Also es ist doch irgendwie dieser Bruch. Und ich finde dieses Extrem, was bei Tieren halt ja uns auch erfahrbar wird in der Auseinandersetzung, ist eigentlich nur etwas, was schon zwischen Menschen immer auch da ist. Und zugleich, denke ich, ist diese Frage der Mischwesen und der Arbeit mit Chimären auch etwas, was mich interessiert, weil es Kategorien durchbricht. Welche? Die Kategorien, die Identifikationsmodelle anbieten. Also bin ich eine Frau, bin ich ein Mann, bin ich jetzt ein... Dritte, vierte, fünfte. Genau, und was auch immer, das ist jetzt auch sehr aktuell, dieses Thema, oder was man ja eher seltener diskutiert, ist jetzt, dass das auch im Tierreich genauso geschieht, also nur mehrköpfige Wesen und so weiter, genau, in ganzen Fälle. Und interessant fand ich, weil ich in der Philosophie mich auch mit Gender Studies viel beschäftigt habe, dass man da aber merkt, wenn je mehr du beginnst, Kategorien zu bilden, um auch noch das, was am Rand geschieht, irgendwie auch noch einzufangen, desto mehr engst du jeweils diese Gruppen ein, auch wieder, weil die sich dann vielleicht auch wiederum nicht identifizieren. Es ist eigentlich eine Vervielfältigung, die stattfindet vor der Hilflosigkeit, überhaupt ein Individuum zu definieren, weil es einfach viel mehr Attribute gibt, als wir sie irgendwie erfassen könnten durch einen Begriff. Und die Bilder quasi, die ich male, finden halt gewisse Kategorien oder Wahrnehmungserwartungen oder so mal selbst ad absurdum. Das heißt, es geht halt irgendwie immer wieder einen Schritt raus aus diesen Möglichkeiten, das so zu beschreiben. Sind diese Dinge auch für dich wichtig, dass du von der Bewegung wirklich auch ausgehst, um die Leinwand zu erobern und das Bild in irgendeine andere Dimension zu machen, dass du vom Körperlichen aus hier denkst? Ja, das ist extrem wichtig, weil es da genau wie darum macht man geht, das aber? Ich bist, verstehe du, das nicht. Bist du in dieser Bewegung und in der figurativen Darstellung, sage ich mal jetzt an dem Beispiel, wirklich drin, weil du kannst es nicht sehen aus der Distanz, während du es machst, weil es zu groß ist. Und das ist das Entscheidende an den Formaten. Also du kannst, während du bei dem Stier halt den Schwanz des Stieres und die Rückenlinie und den Kopf zeichnest, in seinem Fall war das ja eine coole Arbeit, das kannst du halt nicht sehen, wo jetzt der Schwanz in der richtigen Proportion ist. Also man müsste, wenn man das entwickeln würde, halt erstmal eine kleine Skizze machen und dann umständlich gucken, wie setze ich das jetzt quasi auf die größte Leinwand um. Und dass er das genau in diesem Einzug macht, aus seiner eigenen Körperbewegung heraus, das ist halt eine ganz besondere Wahrnehmung der... wie soll man das nennen, also eine handwerkliche Fähigkeit, ohne das zu sehen, nur durch die Bewegung die Linie zu machen. Die Figur entsteht ja aus deiner Körperbewegung heraus, ohne dass du das aus Distanz nochmal kontrollieren kannst oder absichern kannst sozusagen, ob das funktioniert. Und genau das ist mir halt auch sehr wichtig, auch wenn das jetzt vielleicht manchmal mehr oder weniger funktioniert, aber dadurch bist du halt irgendwie mit deiner Bewegung beim Malen in diesem Bild drin und machst diese Energie sichtbar. Die Frage, gibt es eine Sichtweise, die du als Künstlerin nachleben würdest und ich habe so gemeint? Nein, niemals.
Und diese Geschichten können sich auch ändern. Und das beste Kriterium dafür ist für mich, wenn ich manchmal Bilder länger nicht sehe, weil die im Lager irgendwo sind, und ich die wieder hervorhole und ich merke, da ist irgendwie auch ein Stück, also wenn ich jetzt von meiner Beziehung zu den Bildern rede, Lebensgeschichte mit eingewachsen, sozusagen. Und die verändern quasi auch mit mir, mit meiner Biografie, ihre Bedeutsamkeit, weil das auch damit einfach für mich zusammenhängt, weil ich sehr, also als Person und mit meiner Lebensgeschichte sehr nah an den Bildern bin, so sage ich mal. Also von daher kann ich das schon aus den Gründen gar nicht sagen. Was ist mit der Freigabe? Hat man oder hast du an dem einen oder anderen Bild das Gefühl gehabt, das ist jetzt, es ist jetzt alles ausgesprochen, es ist jetzt alles getan, was getan werden musste? Oder bleibt immer so ein Rest von, oh, ich könnte noch und... Nee, das kenne ich gar nicht. Also es ist eigentlich, ich würde das vergleichen mit bestimmten Gesprächen, die man vielleicht immer mal wieder führt, mit besonderen Menschen, die man kennt und die einem sehr nahe stehen, jetzt mal so als Beispiel. Und du hast das Gefühl, wenn du dann nach Hause gehst, das war jetzt so ein großartiges Gespräch. Und da sind wir uns so nahe gekommen und das war jetzt irgendwie so ein Verständnis zwischen den beteiligten Gesprächspartnern sozusagen. Und da gibt es irgendwie eine ganz besondere, unwiederbringliche Energie, die aber auch nur zu diesem Zeitpunkt da war. Du wirst dieses Gespräch auch nicht mehr wieder führen können. Aber du hast doch die Hoffnung. Und alles, was... Nee, neue, weitere Gespräche, die werden immer anders anfangen, die werden immer vor einer anderen Erfahrung, vor einer anderen Lebenssituation sein. Wir können halt exakt das genauso, wie solche Dinge stattgefunden haben, oder besonders Musikereignis zum Beispiel. Denkst du, ich habe jetzt diese Melodie, die ich schon tausendmal gehört habe, genau an diesem Abend so gehört, und da ist irgendwie ein Gewitterguss in meinem Garten niedergegangen. Ich dachte, das war jetzt dieser Moment. Wenn man jetzt sagen könnte, stopp. Und das sind dann bei mir die Bilder. Okay, und dann, das will ich auch nie wiederholen. Das ist einfach sozusagen, also oder es muss alles dann irgendwie nochmal ganz neu gemacht werden. Ja. Also es ist so dieser Moment, den ich auch aufsuche. Irgendwie. Das ist so für mich natürlich, das ist ja subjektiv. Entschuldigung, Otto. Also ich habe das Glück gehabt, dass Maria in Istanbul gemalt hat, vor 4 Jahren angefangen. Und ich habe diesen Prozess erlebt. Ja. Sie hat außergewöhnliche Bilder gemalt in meinem Atelier, in meinem Workshop in Istanbul und dann noch hier. Maria hat sich so sehr weiterentwickelt mit dem, was sie ausdrücken will, das, was sie philosophisch ausdrücken will als Wissenschaftlerin. Ich bin vom Herz Grieche. Ich lebe seit 33 Jahren in Griechenland, 25 Jahre in Istanbul. Ich habe das so genossen, was Maria in Istanbul produziert hat. Ich habe Bilder. Ich liebe ihre Bilder. Und das, was sie jetzt macht hier, ist für mich immer wieder beeindruckend. Weil ich kann es nicht so gut ausdrücken, wie sie schon getan hat. Sie hat ja schon alles gesagt. Aber sie hat eine große Begabung mit dem Irrsinn, den ihr hier seht. Das ist für manche Leute verrückt, für manche Leute einfach sensationell. Für mich ist es sensationell, was sie macht. Und deswegen, ich bin sehr glücklich, heute hier zu sein. Corona hat mich in Berlin isoliert. Maria, vielen Dank für das schöne Glück. Du bist einfach großartig. Dankeschön. Ich habe mal eine ganz andere Frage. Und bist dort, also da hast du die Uni besucht. Du bist als Künstlerin Autodidaktin, richtig? Ja. Du kannst dich ja unheimlich gut ausdrücken. Deine Bilder sind aber überhaupt nicht, da hat Otto recht, meiner Meinung nach verkopft. Wie schaffst du das mit dir selbst?
scheinbar, ich kenne immer nur Maler, wenn die so viel nachdenken, das hat immer einen Einfluss auf die Bilder. Mhm. Und offensichtlich, vielleicht liegt es daran, dass du das Studium nicht gemacht hast, dass du so eine gewisse Freiheit hast, die ich meistens bei Studenten, die die UdK durchlaufen haben, nicht so sehe. Oder da gibt es andere Probleme. Worauf ich aber hinaus will, gibt es wirklich manchmal so einen Konflikt zwischen dem, was du alles ausdrücken kannst, und dem, was du in deinen Bildern siehst, beziehungsweise nicht siehst oder erahnst? Das ist eine total spannende Frage. Also im Ursprung haben sich tatsächlich viele Bilder erst deswegen entwickelt, weil ich irgendwie ein Ventil brauchte für viele kreative Energien, die entstanden sind durchs Lesen und Studieren von Philosophen und von deren Theorien, die sich aber auch nicht so im Wort ausdrücken lassen. Also genau das, was wir am Anfang sagten, mit diesem, sag ich mal, dieser animalischen Freiheit irgendwie, die einfach anderer Ausdrucksformen bedarf als das Wort, sag ich mal, was man auch vielleicht in der Musik finden kann oder so. Das war irgendwie immer so ein extremer Motor für mein Malen gewesen, so rein von der Werdegang. Was dann die einzelnen Kompositionen und die Entwicklung von Bildern angeht, ist es tatsächlich, glaube ich, durchaus sehr nah irgendwie an bestimmten philosophischen Theorien oder Begrifflichkeiten vor allen Dingen. Also ich habe mich viel mit Hegel beschäftigt und so Dialektikfragen. Und die Frage, wie baut man Spannungen auf? Und das, was man im Wort irgendwie ausdrücken kann, also dass zum Beispiel der Begriff der Liebe gar nicht verständlich und hinreichend in seiner Tiefe erschlossen sein kann, wenn du nicht weißt, was Hass bedeutet. Oder Einsamkeit. So, dann brauchst du sofort irgendwie ein Wortgebäude. Also man kann nie sagen, ja, Liebe ist halt so, irgendwie, wie siehst du, das ist immer nur schön und sowas, sondern das braucht halt irgendwie, sag ich mal, so eine gedehnte Struktur, die auch negative Aspekte oder konträre Aspekte einfängt. Und ich habe gesehen, dass ich das irgendwie im Bild viel besser kann und viel unmittelbarer. Das ist halt, du schaust halt hin. So.